Hallo und willkommen zurück zu Silent Hill 3. Oh, ich muss mal eben hier meinen Monitor sehen, so, damit ich auch sehe, dass das alles schon aufnimmt. So, ja, wir waren zuletzt hier am Speicherort. Ich habe mir das Katana mal gegriffen. Hier ist der Speicherplatz, hier sind wir rausgekommen, waren bei Vincent und so. Und jetzt gehen wir mal weiter raus und gucken uns die Gegend weiter an. Halt da, wo wir noch nicht waren. Ja, und es ist und bleibt gruselig. Wir könnten ja mal hier die Tür rechts ausprobieren. Kaputt. Stirb! Na komm! Jawohl! Mach's platt. Sehr gut. Ist tot? Ja. La la la. Und der nächste Köter. Nein, ich will jetzt keine Aktualisierung machen. Ah, jetzt brauche ich wieder doch hier die Pistole, weil sonst wird das nichts. Blöd, aber auch echt blöd. Ah. So ein Scheiß immer. So. Auf die Karte gucken. Ach so, deswegen bin ich hier im Tumult gelandet. Ja, Dann können wir jetzt eigentlich alles bunt ausprobieren, ne? Jede Tür, die wir noch nicht hatten, darf jetzt ausprobiert werden. Waren wir da schon drinne? Oh ja, hier waren wir sogar schon. Was war denn hier? Hier waren wir noch gar nicht drinne. Patronen. Das mumienhafte Ding im Rollstuhl ist nur eine Puppe. Oder nicht? Irgendwie ist mir nicht wohl dabei. Und warum ist ein Rollstuhl in diesem Gebäude? Oder eine Puppe? Ey, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nur widerlich. Was ist das da? So eine Gestalt, die ein Baby festhält? Und dazu sagst du nichts? Unheimlich, echt. Und dieser Rollstuhl mit Puppe hier, das ist doch abartig. Da wird ihr ganz anders bei, sagt sie auch. Okay, es gibt hier anscheinend aber noch eine Durchgangstür oder so. Ach so, da vorne. Ja, dann gehe ich da mal durch. Und nochmal geradeaus und dann am Ende durch. Weil da waren wir, glaube ich, noch nicht. Nein. Doch, hier waren wir doch. Aber da hinten soll ja noch was sein. Eine Tür oder so. Ist die hier nicht? Ich dachte, hier wäre noch was laut Karte. Ach so, man kann hier direkt einfach so durchgehen. Ah, ich kapiere. Und zur Badewanne gehst du jetzt aber nicht mehr, damit alles wieder gut ist. Nee, dann passiert nichts. Das ist ja schön. Ah ja, hier haben wir ja angefangen. Gut. Alles klar. Hab's kapiert. Der eklige Puppenraum. Ach, ich bin hier gleich weggelaufen wahrscheinlich. Irgendwie schnell abgehauen, so wie es aussieht. So. Rechts geht nicht. Nochmal geradeaus und da so vorne um die Ecke. Die Tür da. Kaputt. Hier rechts vielleicht. Genau. Da. Kaputt. Wo dann? Da nicht, da nicht, da nicht. Dann nochmal hier die Elevators. Drücke auf die Taste, aber es passiert nichts. Was ist das hier auf dem Boden? Da ist doch irgendwas. Hä? Okay. Da ist auch nichts. Ist hier irgendwas? Oh, ich kann hier rein. Okay. Oh. Geht schön das Gitter direkt los. Alles klar, gut zu wissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wollt ihr mich verarschen? Gehen wir mal nach 4. Oh mein Gott, wie unheimlich.
Angst hab. Angst hab. Okay, da geht's zum Fahrstuhl. Das schwarze Brett ist runtergefallen. Es steht nichts Nützliches drauf. Hallo? Oh Gott. Da geht's runter. Da geht's auch ganz weit runter. Mhm. Boah, ich pinkel mir gleich in die Hose hier, ey. Abgeschlossen. Das heißt, wir finden da noch einen Schlüssel. Da hängt doch auch irgendwas. Da hängt auch irgendwas hinter den Gittern. Oh, wie gruselig. Abgeschlossen. Also, sie sind abgeschlossen. Da finden wir dann noch Schlüssel für, wie es aussieht. Aber im Moment kann ich hier nicht viel machen, ne? Ja, im Moment können wir hier nicht viel machen. Was ist mit der... Ach so, da vorne geht's ja nicht lang. Ja, dann gehen wir runter. Bam, Gitter runter. Dann nehmen wir jetzt mal, zweiter Stock. Ne, im zweiten Stock waren wir schon. Brauchen wir gar nicht hin. Ist Quatsch. Hier waren wir ja schon. Hier kommen wir gerade her. Wir waren nämlich gerade im zweiten. Ne? Oder? Ja, im zweiten waren wir gerade. Dann gehen wir jetzt mal... Ja, in den ersten oder in den dritten oder ich weiß auch nicht. Ja, fangen wir mal unten an. Weil es so schön ist. Oh, hier kommen schon wieder welche. Oh, scheiße. Oh, was ist das? Was ist auf der anderen Seite? Ich gehe mal hier lang lieber. Was ist da? Abgeschlossen. Oh Mann, wir finden ja überall noch Schlüssel dann. Was sagt sie dazu? Nix. Was ist hier? Kaputt? Offen. Oh mein Gott, was ist hier? Oh mein Gott. Ist dieser Kasse kaputt? Hier liegt überall Geld herum. Mit der Kasse und dem Geld kann ich im Moment nichts anfangen. Ach, da ist so ein Klopsi. Moment. Boah, dann nehme ich mal die Schrotflinte wieder. Ich glaube, das ist das Beste. Mach doch mal. Ich habe keine Muni mehr. Oh, leck mich doch, Spiel. Oh, dann versuche ich es jetzt mal mit dem Ding. Schaffe ich das? Ich probiere es mal. Das klappt sogar. Komm. Mach noch mal, mach noch mal. Noch mal. Oh Gott. Mach doch mal eine andere Waffe hier. Dann nimm das Katana. Und heil dich mal lieber mal schnell. Vorräte. Geht doch. Jetzt stirb. Genau, er versinkt wieder im Boden. Sehr schön. Okay. Was ist jetzt hier noch? Alles sieht nämlich alles, ja, wie immer blutig aus. Was haben wir hier? Was war das jetzt? Es ging so schnell, dass ich das nicht sehen konnte. Gegenstände. Hm? Was habe ich denn eingesammelt? Ach so, das Oxidol? Nee, das hatten wir doch vorher schon eingesammelt, oder? Das war sowas wie ein Buch oder so. Oder, ach, das hier war das. Ach, Schrotpatronen. Das waren wohl die Schrotpatronen. Ich dachte, das wäre ein Buch. Okay. Was ist das da?
Ein Kühlschrank. Aus irgendeinem Grund ist nur eine Leber im Kühlschrank. Ich hoffe, sie ist nicht verdorben. Ich habe Schweineleber. Ihhh. Da ist nur ein roter Blutfleck und ein absolut ekelhafter Gestank. Okay. Überall auf der Theke liegen Zigarettenkippen herum. Ziemlich Igitt, aber ansonsten nicht der Rede wert. Okay. Sonst nichts mehr? Schade. Oh Gott, ich habe hier immer Schiss hinter jeder Ecke. Aber ich mache auch lieber so einen dicken Eimer platt, weil wenn er weg ist, ist er weg so. Aber hat halt mich ein bisschen was gekostet, aber was soll's. Gut, dann ist hier nichts mehr. Was mache ich denn jetzt mit dieser ekligen Leber? So, wo bin ich denn? Ich kann noch mal nach links jetzt gehen, aber ist eh kaputt, geht nicht. Dann kann ich, ja, damit kann ich auch nichts machen. Dann können wir eigentlich nur noch wieder in den Fahrstuhl gehen. Wie es aussieht. In dem Raum war ich ja jetzt schon. Ja. Ach ja, das Monster. Vielleicht sollte ich das ja mal in genauerem Betracht nehmen. Kann ich das Ding einfach anschießen? Oder will der was anderes? Vielleicht will der ja die Leber. Oh Gott. Hier liegt ein Buch. Sieht aus wie ein Märchen. Na, was steht denn drin im Märchen? Es war einmal ein Ungeheuer, das lebte vor den Toren eines Dorfs. Es war ein furchtbar böses Monster. Es verfolgte die Leute und zerbiss sie mit seinen großen Zähnen. Die Dorfbewohner hatten Angst vor dem Ungeheuer und niemand traute sich an die Tore heran. Niemand konnte das Dorf verlassen. Als der König davon hörte, rief er seine Ritter zu sich. Die Ritter ritten bereitwillig hinaus, um das Ungeheuer zu besiegen. Ha, nimm das! Ihre Schwerter blitzten und ihre Speere flitzten, doch sie konnten das Ungeheuer nicht töten. Das Ungeheuer warf sich die Ritter in sein Maul, einen nach dem anderen, mitsamt den Pferden. Was sollte der König tun? Er machte sich Sorgen und regte sich auf und ging auf und ab, aber ihm fiel keine Lösung ein. Bald darauf kam die Dorfpriesterin ins Schloss. Sie war ein sehr gütiger und guter Mensch. Der König bat sie, dass die Tore bewachen, der Ungeheuer zu besiegen. Das Buch ist zerrissen, der Rest fehlt. Ich kann mich erinnern, dass ich mal vor langer Zeit gelesen habe. Ich glaube, ich hatte es mir von jemandem geliehen. Ich kann mich aber nicht mehr an das Ende erinnern. Oh, hab ich es etwa nicht bis zum Ende gelesen? Ich weiß nicht, was ich mit dem Vieh jetzt mache. Greift er mich an? Kann ich dem vielleicht. Ich versuche das jetzt einfach mal, diese Leber dem zu geben, statt das Ding anzugreifen. Vielleicht klappt das ja sogar. Schweineleber, sie lag im Kühlschrank des Cafés, muss sie irgendwie benutzen, bevor sie verdirbt. Das kann ich hier nicht benutzen. Aber ich kann das kombinieren. Mit dem Kram hier vielleicht? Nein. Ich glaube nicht, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also, das Kombinieren mit Schweineleber, mit. Keine Ahnung. Und wenn du einfach mal das hier nur verwendest? Nein. Damit kann man Schnitte und so desinfizieren. Es schäumt, wenn man es aufträgt. Kann ich das angreifen? Also, das Vieh kann ich so anscheinend nicht einfach besiegen. Aber ich kann es kombinieren. Warum? Mit was? Ja, ich lasse es einfach mal. Wir werden bestimmt noch mal an diesen Ort zurückkommen müssen. Vorher fahre ich aber mit dem Vorstuhl dann noch mal woanders hin. Ich habe das Gefühl, als würde ich dieses Spiel schon wieder ewig spielen. Dabei ist es noch gar nicht so weit. So, wir waren im ersten Stock. Wir waren im vierten, waren wir schon im fünften? Nein, wir waren aber auch noch nicht im dritten. Okay, der geht nicht. Doch, im fünften, waren wir nicht im fünften auch schon? Geh mal nach ganz oben. Okay, geht auch nicht. Dann waren wir im vierten, ne? Aber wir waren nicht im fünften. Yippie-yay.
Es ist so unheimlich. Waren wir hier nicht schon? Nein, wir waren hier nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Was leuchtet denn da hinten? Keine Ahnung. Kaputt. Kaputt. Offen. Was kommt hier? Kaputt. Ah, geh weg. Okay, er schon wieder. Okay, das wird so nichts. Das wird so nichts. Ich nehme wieder meine Pistole. Du sollst deine Pistole in die Hand nehmen. Habe ich das nicht gemacht? Ach so. Okay. Ekelhaftes Vieh. Ekelhaft. Ey! Warum bist du so stark? Ekelig. Da hinten. Boah, krass. Kaputt. Da hinten, der Rollstuhl. Da ist eine große Glasscheibe im Weg. Es zerbricht nicht, wenn ich dagegen schlage, also ist es vielleicht gar kein Glas. Ich weiß nicht warum, aber die Welt jenseits ruft mich. Wie unheimlich. Aber ganz ehrlich, ich liebe das, ne? Also das hier jetzt so mit diesem Rollstuhl, so dieses abstruse, faszinierende, andersartige, wo man sich fragt, warum? Und warum ist das hier? Und oh, wieder offen. Was ist denn hier? Ja, wo bin ich jetzt? Ich bin irgendwie so merkwürdig gelaufen. Okay, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Gehen wir mal hier durch. Natürlich kannst du hier durch. Natürlich. Oh, hier kann ich speichern. Das ist gut. Was haben wir hier? Da ist ein Titelschild unter dem Bild. Flamme reinigt alle. Möge ein Mensch anhand dieser Überreste den Weg ins Paradies finden. Ich kenne dieses Bild. Nein, Moment, ich hab's noch nie gesehen, aber irgendwie kenne ich es. Ja. Okay, ich werde jetzt hier mal speichern, wenn ich kann. Wenn ich schon mal kann, dann machen wir das. Unheimlich, unheimlich, unheimlich. Diese Alternative ist echt nicht ohne. Boah. So, ich habe gespeichert. Das Bild, das hier hing, ist weg. Jetzt ist nur noch der Titel, das Titelschild und so. Mhm. Gut, ich denke mal, wir können hier was machen. Und zwar Feuer machen, würde ich sagen. Weil die Flamme reinigt ja alles. Ich bin so blöd. Jetzt habe ich meinen Gesundheitsdrink genommen. Da wollte ich meinen Oxid nehmen. Das ist unter Gegenstände, ne? Ja, dann geht's jetzt eben super, super gut. Was soll ich denn damit? Ach, ich kann das kombinieren. Ich habe aber noch nichts zum Kombinieren. Schade. Nee, da brauche ich noch was, um Feuer zu machen. Gucken wir mal weiter. Kaputt. Wo komme ich denn her? Da war ich noch nicht. Kaputt. Okay. Habe ich alle Türen durch? Ja. Dann gehe ich wieder hier raus. Nach links. Kaputt. Oh, pass bloß auf, Heather. Dann gehe ich jetzt hier wieder raus. So. Ja. Geradeaus und rum. Ach, wir tragen immer noch unsere Weste. Deswegen ist sie auch so schwerfällig. Ah, offen. Okay. Da qualmt ja noch eine Zigarette. Hier war also erst jemand. Was liegt da? Ein Streichholzheftchen. Oh, jetzt können wir Feuer machen.
Keine Zigaretten mehr für mich. Ich habe es endgültig aufgegeben. Okay. Sie hat also mal geraucht. Ich mag das gar nicht, dass das hier so offen immer ist. Und man nicht weiß, was da so hinter ist. Das finde ich mega gruselig. Magst du nicht nochmal hier irgendwie was finden? Oder Patronen? Patronen. Sehr gut. Ja, es ist echt unheimlich. Aber komisch, dass sie auch sonst nichts dazu sagt, weil das war ja dann gerade erst jemand hier, wenn hier gerade geraucht wurde. Oder wie verstehe ich das falsch? So, dann gehen wir hier wieder raus. Und dann hier die rechts. Die ist auch offen. Oh! Kann der mir was? Der kann mir aber nichts. Okay. Ach, ich kann ihn aber anschießen. Ja, das mache ich aber nicht. Das spare ich mir, die Muni. Ich weiß nicht, was das hier soll, aber dann gehe ich einfach mal hier raus. Okay. Hab's kapiert, das Spiel soll gruselig sein. Geradeaus und links. Da leuchtet das auch irgendwie, aber da waren wir schon. Wir waren nur da hinten links nicht. Kaputt. Kaputt. Hallo? Okay. Ja, weiß auch nicht. Dann könnte ich halt nur wieder zurück zum Fahrstuhl. Aber ich werde jetzt mal hier mit euch zusammen weglaufen. Warum guckt sie ja nicht da hinten immer hin zur Tür? Ich weiß auch nicht. Zurücklaufen, weil dann beende ich den Part hier einfach mal. Echt strange hier. Und wenn du deinen Katana mal... Aber ich glaube nicht, dass sie das halt hier mit dem... Also wenn nicht damit, dann weiß ich auch nicht. Nee. Nee. Geht nicht. Schade, schade. Aber wenn wir jetzt hier sind, will ich nur mal wissen, ob ich jetzt Feuer machen kann, weil wir haben jetzt das Streichholzheftchen, das mache ich nochmal eben, dass ich das kombiniere. Das kombinieren mit damit. Verwenden. Das ist ja blöd. Das habe ich im Konferenzraum einer Firma gefunden. Sieht aus, als wäre damit eine Zigarette angezündet worden. Und wenn du das einfach nur so verwendest? Klar, das Bild würde brennen, aber irgendwie stärker machen? Ja, damit. Damit kann man schnitzen. So, ja, also habe ich noch nicht das Richtige gefunden, oder was? Irgendwie fehlt mir immer noch das richtige Oxidzeug, was ich so verbinden kann. Dann fackelt sie ordentlich die Bude an. Hier, kombiniere das mit dem Fleisch. Ich weiß auch nicht. Was soll sie? Schweineleber. Ich muss sie irgendwie benutzen, bevor sie fit. Ich weiß auch nicht. Dann geht das nicht. Dann speichere ich mal. Und wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Bis dann.